Und trotzdem ist dann 2018 im Herbst, im November ungefähr, der Wiener Esoteriker daherkommen. Dann sagt er zu mir: Hans, ich kaufe dir Erdäpfel ab. 1,2 Kilogramm. Seien Sie unser Großauftrag, ja? Und ich sage: Du, Erdäpfel sind aus. Wenn du willst, kannst du einen Muggel Speck haben. Ich sage: Ein Gottes Willen, ich bin ja Veganer. Ich sage: Ja, dann kaufst du mir den Kummelkorb, ist auch wurscht. Ne? Dann lacht er so obergescheit, so von oben herab, so. Das ist so belehrend. Dann sage er: Ja, Hans, hast du denn nicht gewusst, wir Veganer, wir trinken auch keine Kuhmilch. Und überhaupt, kennst du nicht die neueste Studie aus Amerika, die sagt, dass Kuhmilch Gift ist? Man, diese Veganer, die gehen mir schon langsam auf die Nerven, Mann. Und vor allem, woher kommen die Veganer? Die hat es ja früher auch nicht gegeben, oder? Heute schlürfen sie ja so alle Löcher aus. Gehst du im Wald auf, spazieren, hebst einen Stein auf, ist ein Veganer drunter. Die Veganer, das sind ja die, die wir damals in der Volksschule den Bleistift gepflattert haben. Ja? Ein Zirkelnarsch. Ja, die Veganer sind damals in einer großen Pause draußen gesessen im Freien, haben auf ihre Karotten und auf ihrem Vollkornbrot umgenommen und wir haben ihnen dabei drinnen in der Klasse in die Schultaschen eingebrunst. Ja? Und jetzt kann ich mich da belehren lassen von meinem veganen Nachbarn, der sagt: Ja, kennst du nicht die neueste Studie aus Amerika, die sagt, dass Kuhmilch Gift ist? Und ich sage: Okay, hör mal auf mit deiner Studie aus Amerika. Ich kann ja zu jeder Studie, Gegenstudie sagen, was das Gegenteil behauptet. Man, klar, sagt ja kein Mensch, dass du dir literweise Milch in deinen Schädel einschütten sollst. Ja? Man, klar, wenn du heute täglich 6 Liter Milch trinkst, kann es schon sein, dass es dir dein Darm irgendwo damit fetzt. Ja? Es kommt auf die Menge drauf an. Ja, aber ich habe dann gesagt zu ihm: Weißt du was, geh doch gescheit einmal alle vor die Hauptschule oder Mittelschule, was auch immer jetzt heißt, wartest, bis die Kinder Schulaus haben und beobachtest sie, wie sie literweise ihre Energy-Dosen auf Ex alle saufen. Sag diesen Schulkindern gescheit einmal: Energy-Drink ist Gift. Ich sage: Ja, streng genommen ist ein Energy-Drink kein Gift. Ja, das ist ja vegan. Ja, was willst du mit so einem Trottler noch diskutieren? Weil das schaut um die Luft, was du verbrauchst. Das ist ja, aber da hat er dann einmal aufgehört. Dann wollte er mich da belehren. Dann sagt er: Ja, und überhaupt die Kuhmilch, das ist ja alles nur mehr Massentierhaltung. Ja, freilich, bei meinen 12 Kühen ist ja Mutter Massentierhaltung beieinander. Ich sage: Ja, aber das andere ist alles Massentierhaltung. Ich sage: Ja, freilich gibt es mittlerweile auch Bauern, die 500 oder 1000 Kühe haben, aber doch nicht bei uns, vielleicht oben irgendwo in Holland oder wo der Teufel in Norddeutschland oben. Und warum? Weil eben so kleine Bauern wie ich immer öfter aufhören müssen, weil der Milchpreis so scheiße ist. Und irgendwann einmal bleiben nochmal die großen Milchbauern übrig, die was halt dann quasi ihr Geld mit der Masse machen müssen. Und warum ist der Milchpreis so scheiße? Weil eben der Handel die Preise von Woche zu Woche alle ruckt das leider so raus. Gell? Und aber dann kannst du den überhaupt nicht mehr. Ja, danke schön, danke. Man, und dann gehen so die Leute her, auch so wie mein veganer Nachbar, nicht so obergescheit reden immer offiziell. Und wenn ihn dann keiner sieht, dann fährt er mit seinem Arsch einen Tesla alle zum Spar und kauft sich, glaubt sich, sein Einkaufswagen mit dem Esbudget-Kaffee voll. Ne? Und zu mir hat er jetzt noch belehren anfangen. Also gar überhaupt, die Kuhmilch, die ist in Wirklichkeit nur für die Kälbchen. Dann sage ich: Wenn es nach dem gegangen ist, darfst du aber Schafwollpullover auch kann man anziehen. Ja, freilich, sonst wirst du den Chef in der Kalt auf der Alme nur mit ihrer Wollnummer saust. Ne? Dann sag ich: Ja, Hans, du kannst ja mit deinen Scherzchen schon aufhören. Du musst jetzt der Realität ins Auge sehen. Kuhmilch, das ist einfach out. Du musst mit der Zeit gehen. Du musst deinen Betrieb umstellen. Stell doch um auf Ackerbau. Ackerbau ist die Zukunft. Freilich, bei mir in Schlatzing Ackerbau, gell? Auf 900 Meter Seehöhe, Schotzeiten, bergige Lage, steiniger Bogen. Bestes Ackerbaugebiet, ja. Bei mir liegt bis Ende März der Schnee. Ich bin froh, wenn ich im Juli einmal groß wächst. Ja, was soll ich da auf einen Acker umbauen? Soll ich Tomaten pflanzen oder was? Ja, baut Tomaten an, die kaufe ich dir dann alle ab. Ja, also bleibt nicht viel übrig zum Abkaufen. Auf 10 Hektar vielleicht 2 Tomaten zusammenkriegen. Na, aber irgendwann habe ich dann gefragt, sage ich: Wenn du eigentlich Veganer bist, wie tust du eigentlich im Sommer beim Grillen?
Ja, beim Grillen ist überhaupt kein Problem. Da isst er Tofu, das ist total lecker und schmackhaft. Und Tofu ist ja so gesund. Ein halbes Jahr später, also 2019 im Frühling, im Mai ungefähr, ist meine Frau dann auf einen Samstag gekommen. Dann sagt sie, pass auf, ich tat gern morgen grillen. Dann sage ich, super Idee, grillen wir mal eine Runde, ich räume schon einmal die Kühlung aus. Dann sagt meine Frau, sie würde zum Grillen aber gern die ganzen Nachbarn einladen. Dann sage ich, was ist jetzt mit dir los? Was willst du jetzt mit den Nachbarn? Ich meine, seien wir nicht böse, gell? Aber wenn ich mich beim Esstisch blöd anmaulen lassen möchte, dann lade ich mir einfach deine Eltern ein. Sag sie, nein, sie würde ihm schon gerne die Nachbarn einladen, damit wir mit den Nachbarn ins Gespräch kommen, damit wir den Nachbarn zeigen können, dass wir doch nicht so sind, wie wir sind. Ja. Dann sind sie halt am nächsten Tag alle dahergekommen, die ganze Nachbarschaft, was das, oder die Esoterikerfamilie aus Wien, dann oben da der Klang von der Architekt, dann der Bürgermeister, der Pfarrer, der Zutzelbauer, Kleuzenbauer, weil es eh schon wurscht ist, meine Schwiegerin dann auch dazu. Ja. Der Beppo ist natürlich auch gekommen, der Beppo, der Chef meiner Frau, der hat meine Frau gleich begrüßt, mit Bussi links, Bussi rechts. Ne? Zu mir ist er auch gekommen, ist der Beppo, und er sagt, Hans, ich habe ein Geschenk für dich, einen Portwein Late Bottled Vintage. Habe ich gleich auf die Kotelette aufgedroschen. Der Beppo ist sehr weile deppert neben mir gestanden, aber nachdem ich nichts geredet habe mit ihm, hat er sich dann irgendwann verzupft und mir zum Tisch da von Klarzen bauen, aber mein Ruhrkopf von ihm. Man, im Grunde war es dann eher ein netter Grillnachmittag. Meine Frau hat sich gut unterhalten mit den Nachbarn, die Kinder haben auch schon gespielt mit dem Luftdruckgewehr. Und ich habe es mir gemütlich gemacht beim Griller mit meiner Kiste Bier. Einmal hat es eine kurze Aufregung gegeben, weil eben die Veganer draufgekommen sind, dass ich ihren Kindern eine Würstel zum Essen gegeben habe. Hat die Nachbarin gleich gesagt, ja, in Gottes Willen, der Björn Geronimo und die Lulu Aurelie Eike dürfen ja kein Würstchen essen. Ja. Sie sind ja Veganer, das verträgt der zarte Körper von ihnen nicht. Man, wenn die wüssten, dass ihre Kinder bei mir immer heimlich kiloweise Speck und Schokolade futtern, da deren Herzinfarkt kriegen, aber. Gut, lassen wir sie im Glauben, dass ihre Kinder Veganer sein, warum nicht? Ja? Und irgendwann ist dann meine Frau gekommen und sagt sie, schau mal her, ich habe extra für unsere veganen Nachbarn einen Tofu gekauft. Grüll einmal den Tofu. Ja, ich war zuerst gelacht, gell? Grüll einmal einen Tofu. Ich meine, wir grüßten einen Tofu. Gell? Ich meine, beim Fleischschmuggel weiß ich, wie ich den grüll. Außer schwarz passt. Ja? Also beim Steak weiß ich genau, ich weiß, wie man Rindsteak durchgrillt, wie man es medium grillt, ich weiß, wie man ein Steak blutig grillt, aber wie grillst du einen Tofu blutig? Und vor allem, wie sich dieser Tofu anfühlt, der fühlt sich ja so komisch an, so wie dieses Plastilin, mit dem wir früher gespielt haben. Ich glaube, irgendwann hat keiner mehr gespielt mit diesem Plastilin, dann haben sie gesagt, schreib mal Tofu auf, vielleicht frisst es wer. So habe ich den Tofu-Mugel auch gekaut auf dem Grill. Ne? Hey, nach 10 Minuten immer noch kassweiß wie am Anfang. Der hat ja keine Farbe gekriegt. Ne? Ich dachte, wo ist denn das Klumpet fertig? Ne? Muss da. Nicht, dass du jetzt früher nimmst, dass du das halt mal den auch noch kriegen von den Kaffee da. Ne? Nach 20 Minuten immer noch kassweiß gewesen ist ein Tofu da. Und dann schaut er beim Griller so um und dann denke ich mir, Teufel, siehst du schon in meinem Griller. Da liegt jetzt noch vom Rosenmeer der Benzinkanister um. Ne? Dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist der Benzin doch relativ leicht entflammbar. Ja? Jetzt habe ich diesen Benzinkanister genommen und dezent ein bisschen was drüber glatt über diesen Tofu. Ja? Hey, ich muss aber sagen, dank des Benzins hat der Tofu noch eine wunderschöne Farbe gekriegt. So schön braun ist, blauliche eine. Ja? Habe ich dann fertig gegrillt, persönlich serviert. Was ich nicht bedacht habe, diese Veganer haben ja tatsächlich einen hochsensiblen Magen. Und sie sind doch eine Woche krank im Bett umgelegen. Ich bin sie besuchen gegangen mit einem Mugel Speck. Gell? Ich habe gesagt, liebe Nachbarn, ich sage euch nur eines: mit einem ehrlichen Flachsenmugel, frisch von der Flamme geküsst, wäre euch das nicht passiert. Gell? Aber da war der Einzige im Raum, der gelacht hat. Gell? Also,
Nein, muss ich schon sagen, gell, humormäßig, da sind die Veganer gleich wie der Tofu. Komplett stabtrocken, gell, also.